Ich bin heute hier bei den Rockets. Neben mir ist Filip Stanić. Er ist Profibasketballer. Ich bin gerade jedenfalls fast so groß wie er. Naja, guck mal hier runter, nicht ganz. Es geht darum, ihr müsst bestimmen, wie groß ist unser Größenunterschied. Und dann könnt ihr eine geile Reise nach Washington gewinnen zu den Harlem Globetrotters. So, Stan, Filip, wie groß bist du denn jetzt eigentlich? 2,7 Meter. Meine Größe verrate ich euch natürlich nicht, ihr müsst es natürlich schätzen. Was schätzt du denn? Wie groß ist denn der Unterschied zwischen uns? Der Unterschied oder wie groß du bist? Also zwischen uns der Größe. 30 Zentimeter. 30 Zentimeter. Vielleicht stimmt's, vielleicht nicht. Ihr müsst raten, ob's stimmt. Wir können ja jetzt mal eine kleine Runde Freiwürfe machen. Ich habe mal 2 Jahre Basketball gespielt, vielleicht habe ich eine kleine Chance. Ja, versuchen. Du kannst ja eigentlich nur den Ball reinlegen, du bist ja groß genug. Klar, klar, ja, denkt jeder. Philipp wirft und trifft. Der Wurf geht. Der dritte sitzt ohne. Und der fünfte. Oder? Ja, war okay. Also ich habe Potenzial. Auf jeden Fall Potenzial. Kannst bei uns mitspielen. Super. Jetzt müssen wir natürlich den Beweis antreten, dass er wirklich 2,7 Meter ist. Dafür haben wir ein Maßband mitgebracht natürlich. So Philipp, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Hältst du es irgendwie so an deiner Stirn oder keine Ahnung, so ein bisschen? So. Er ist also tatsächlich 2,7 Meter groß, exakt. Fast sogar ein bisschen mehr, fast schon 2,8. Wir können ja noch eine andere kleine Challenge ausprobieren. So einen kleinen halb übers Feld Sprint. Was sagst du? Also wenn ich bei irgendwas vielleicht eine Chance habe, dann vielleicht bei sowas, weil du bist ja schon relativ groß. Versuchen. Aber trotzdem schneller wahrscheinlich. Aber wir können es ja mal probieren. Okay. Knapp. Also fast so gut wie meine Freiwürfe. Auch das hat Philipp gewonnen. Tja, du bist halt doch Profisportler, ne? Was soll man machen? Radio Top 4. Ach halt, ich möchte ja einmal im Leben erlebt haben, wie es ist, wie ein Basketballer zu fliegen. Radio Top 40, Maximum Musik.